habe gemerkt, dass ich mich ja gar nicht vorgestellt habe. Ich bin Lisa, genau. Ich bin hier in der Gemeinde angestellt als Pastorin für den Jugendbereich. Und ja, darum habe ich auch das Jahr mit den Timeoutlern gemacht. Aber dass ihr noch wisst, wer da vor euch steht, das bin ich. Ich muss hier noch schnell meine Utensilien aufbauen. Es war etwa 3 Uhr morgens, als ich plötzlich etwas an meiner Seite gespürt habe. Es war irgendwie groß und rundlich und putschte so gegen meine Seite und eigentlich gegen mein Bett, obwohl Bett kann man dem nicht wirklich sagen. Es war mehr so eine knarrige, holzige Unterlage. Und ich wecke meine Zeltnachbarin und wir wissen, das ist jetzt eben dieses Szenario, wovon uns unser Tourguide erzählt hat. Wir sind nämlich in Uganda auf einer Safari-Tour. Und wir übernachten in einem Lager auf unserer Route. Und dieses rundliche Ding, was mich da auf der Seite irgendwie so geschubst hat, das war nichts anderes als dieser Kollege. Kein Live-Foto, ich habe mich nicht rausgetraut, aber es war ein rechtes Abenteuer, als ich da gespürt habe, das ist jetzt also ein Hippo, ein Nilpferd. Das war für mich ein rechter Abenteuermoment. Und so stelle ich mir ein Abenteuer vor, wenn ich irgendwie mir Gedanken mache, und das ist dann auch das höchste der Gefühle, was ich erzählen kann von einem crazy Abenteuer. Aber genau, das war ziemlich erschreckend. Und ihr lieben Timeoutler, ihr seid jetzt nicht wirklich da in so einem Abenteuerszenario. Ihr befindet euch noch in der Schule oder in der Lehre oder es gibt gerade einen Wechsel. Und ihr steht an einem Punkt in eurem Leben, wo ihr mega viele Entscheidungen zu treffen habt. Die einen von euch, die haben schon eine Lehre begonnen, eben andere, die sind irgendwie noch in der Schule, genießen noch das Schulleben. Das darf man zwar so nicht sagen, gell? Aber ihr genießt es noch. Und die anderen, die verdienen schon ihr eigenes Geld und haben nicht mehr so viele Ferien und so. Und es gibt so viel Neues für euch zu entdecken und so viele Abenteuer, die noch vor euch stehen. Ihr habt eigentlich das ganze Leben noch vor euch. Uns ist aber allen klar, dass solche Abenteuer wie diese Hippo-Geschichte, diese Nilpferd-Geschichte, irgendwie nicht so alltagstauglich sind. Das geschieht jetzt nicht immer mal wieder. Und solange ihr nicht irgendwie auswandert und Safari-Tour-Guide werdet oder irgendwie Tauchlehrer in Australien, dann geschehen euch wahrscheinlich nicht einfach so im Alltag so große Abenteuer. Und ich habe dann mal so aus Neugierde die Begriffserklärung von Abenteuer nachgeschaut. Jetzt bin ich mir nicht sicher. Nein, ich habe sie euch nicht dabei, ich erkläre sie euch. Nämlich, als Abenteuer wird eine risikohaltige Unternehmung, zum Beispiel eine gefahrenträchtige Reise oder die Erforschung eines unbekannten Gebiets bezeichnet. Der Abenteurer verlässt sein gewohntes Umfeld, um etwas Wagnishaltiges zu unternehmen. Also es gibt eigentlich 3 Aspekte für ein Abenteuer, falls ihr mal ein Abenteuer machen wollt. Es ist ein Risiko mit Gefahren, es ist etwas Unbekanntes zu erforschen und es ist ein Ausbruch aus dem Alltag. Und ich habe dann mal so beispielshaft 3 Gegenstände mitgebracht, die uns das verbildlichen. Also einerseits, es ist ein Risiko, es ist mit viel Sicherheit verbunden oder eben nicht, oder eben Gefahren und wir brauchen Sicherheit dazu. Dann ist es etwas Unbekanntes. Wir erforschen das Unbekannte. Wir schauen, was es da so gibt und wir erforschen das Unbekannte. Und es ist ein Ausbruch aus dem Alltag. Und aus eigener Erfahrung weiß ich, diese Schuhe, die nehme ich nur hervor, wenn ich einen Ausbruch aus dem Alltag mache. Und auch das, die stehen bei mir eher im Keller. Aber genau, als Symbolbild. Aber irgendwie habe ich mich dann gefragt, ja, was hat denn ein Abenteuer mit
mit dem Alltag zu tun? Hat es überhaupt irgendetwas mit dem Alltag zu tun? Oder ist es doch nur etwas für Ferien oder für Reisen oder vielleicht für die ganz mutigen Schweizer, die mal in die Alpen gehen und da irgendwie bivakieren? Ja, oder irgendwie einen Survival-Trip im Wald machen, so im Zürichberg. Und wenn wir in das Leben von Jesus schauen, was wir immer mal wieder gemacht haben dieses Jahr in unserem Timeout, dann sehen wir viele crazy Dinge. Also wirklich, der war wild, dieser Typ. Der hat Menschen geheilt, der hat immer zu ganz vielen Leuten gesprochen und hat zum Beispiel Essen vermehrt und hat viele Dinge gemacht. Aber er hat kein Dschungelabenteuer gemacht oder ich weiß nichts davon, es steht nichts in der Bibel. Und er war, glaube ich, auch nie irgendwie Bungee-Jumping oder so. Also so richtig ein Abenteuer, wie wir es kennen, hat er, glaube ich, nicht gemacht. Oder? Ich habe nichts davon gelesen. Was wir sehen in der Bibel, ist sein Alltag, das reale Leben von Jesus. Wir befinden uns in Jerusalem, dort, wo Jesus häufig gewirkt hat. Also er hat dort gelebt, er hat dort zu den Menschen gesprochen. Und kurz vor dieser Situation, wo wir jetzt anschauen, hat er einen Blinden geheilt. Und da waren ganz viele Leute dabei, unter anderem auch die Pharisäer. Die Pharisäer, das waren so die super religiösen Juden, die hatten da so ihre Fragen mit Jesus und die waren nicht ganz einverstanden mit dem, was er tut. Und genau, die waren auch dabei, die hören ihm also zu und Jesus spricht zu denen, das war irgendwie normal zu der Zeit. Also wenn ich jetzt da auf dem Platz, auf den irgendwie Paradeplatz stehen würde und einfach so, hört mir mal zu, dann wäre das eher komisch, aber dazu mal war das eher normal. Genau, dabei ist es wichtig, jetzt, dass wir es hier anschauen, es ist wichtig zu wissen, es gab immer mal wieder Menschen, die hielten sich für Gott oder die haben gesagt, ich bin der Messias und haben das für sich in Anspruch genommen und haben gesagt, ich bin der, der euch rettet. Und was auch gut zu wissen ist, es handelt sich hier wieder einmal um Schafe und Hirte und Weidentore. Irgendwie war Jesus Fan von diesen Schafen und diesen Hirten und darum geht jetzt dieses Gleichnis oder dieses Bild auch wieder darum. Und zwar jetzt aber. Steht da, alle, die sich vor mir als eure Hirten ausgaben, waren Diebe und Räuber. Aber die Schafe, die haben nicht auf sie gehört. Ich allein bin die Tür. Wer durch mich zu meiner Herde kommt, der wird gerettet werden. Er kann durch die Tür ein- und ausgehen und er wird saftige, grüne Weiden finden. Jesus redet hier also von so zwei Fronten oder von zwei Situationen. Einerseits von dem Dieb, von dem Räuber, der jetzt eher böse ist in diesem Szenario und andererseits von sich selber, also er spricht über sich. Im ersten Teil sagt er, alle, die sich vor mir als eure Hirten ausgaben, das waren Diebe und Räuber. Aber die Schafe, die haben nicht auf sie gehört. Also die Diebe, er sagt es hier nochmals, alle, das sind alle, die sich fälschlicherweise als Retter ausgaben. Und er erklärt hier eigentlich nochmals die Situation und sagt so einfach, dass ihr es wisst, das waren Diebe und Räuber. Und dann kommt der zweite Teil. Ich allein bin die Tür, sagt Jesus über sich. Und er sagt, wer durch mich zu meiner Herde kommt, der wird gerettet werden. Jesus ist als Mensch auf diese Erde gekommen, als Sohn Gottes. Und wenn Jesus sagt, er ist die Tür, dann will er damit erklären, dass die Menschen nur zu Gott, dem Vater, kommen, wenn sie durch Jesus kommen. Das erinnert so ein bisschen an den Vers von Johannes 14, das geschieht ein bisschen später, wo Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, nur durch mich. Und da sagt er eigentlich das Gleiche nochmals. Das ist wirklich nur durch Jesus kommen wir zum Vater. Und dann im dritten Teil sagt Jesus, er, also der Mensch, der kann durch diese Tür ein- und ausgehen. Und er wird saftig grüne Weiden finden. Also falls es bis jetzt noch nicht klar ist, die Schafe sind die Menschen und darum die Weide und so, das ist das Leben. Genau, also er sagt eigentlich hier, es braucht zwar eine erste Entscheidung für ein Leben mit Jesus,
Aber was er hier sagt, ist, dass es mit dieser Entscheidung nicht gelaufen ist. Es ist nicht wie zum Beispiel bei einem Corona-Test-Ergebnis, wo ich den Schein abhole und dann ist gut, sondern es ist eigentlich erst der Startschuss. Also wenn ich ein Leben mit Jesus leben will, dann braucht es nicht nur diese erste Entscheidung für ein Leben mit ihm, sondern dann beginnt es also erst richtig, das Leben mit Jesus. Also eigentlich gibt uns Jesus hier die Antwort auf die Frage, ob denn Abenteuer überhaupt alltagstauglich sind. Weil er sagt, wenn wir mit ihm leben, dann ist dein Leben ein Abenteuer, weil er bei dir ist. Und dann geht das Gespräch noch weiter mit den Pharisäern. Wir befinden da immer noch uns in diesem Szenario, wo Jesus dann fortfährt. Er kommt jetzt nochmals auf diese Diebe zu sprechen und er sagt, ein Dieb will rauben, morden und zerstören. Und von diesen Dieben gibt es so unglaublich viele in unserem Leben. Das war nicht einfach nur dazumal und das kann man gar nicht auf heute übertragen. Nein, das sind so Dinge in unserem Leben, die uns irgendwie einreden, das Leben sei ein Abenteuer, aber dann im Nachhinein lässt es uns doch unzufrieden dastehen. Also zum Beispiel, wenn ich so stundenlang durch Instagram scrolle und irgendwie das Gefühl habe, ich sei so vernetzt oder ich habe so viele Freunde und ich sehe die ganze Welt durch mein Telefon und dann lege ich es weg, dann hinterlässt es irgendwie in mir so eine Unzufriedenheit. Oder wenn ich irgendwie so, es gibt so Room-Tours von YouTubern und die zeigen dann eigentlich ihr Haus. Die gehen mit der Kamera durch das ganze Haus und zeigen so, wo sie wohnen. Und dann kann man die schauen, genau. Und die zeigen dann ihr perfektes Haus, ihr perfektes Leben. Und wenn ich das dann schaue, dann denke ich so, ja, da komme ich ja eh nie hin oder ich habe viel zu wenig, ich bin unzufrieden mit dem, was ich habe. Oder zum Beispiel das Gefühl, dass unser Leben extrem langweilig ist. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das geht mir manchmal so. Und dass es irgendwie so weit von einem Abenteuer entfernt ist und dass ich das Gefühl habe, jetzt brauche ich wieder mal ein Abenteuer. Oder so ein Dieb kann auch sein, dass wir das Gefühl haben, mein Leben als Christ ist irgendwie eingeschlafen. Es spielt irgendwie gar keine Rolle, ob ich Christ bin oder nicht. Genau, das kann auch so ein Dieb sein. Vielleicht sind es bei dir aber andere Diebe, die irgendwie Zeit und Freude und die Abenteuerlust rauben. Vielleicht sind es auch Menschen oder irgendwie unerreichbare Lebensvorstellungen, die du dir gesetzt hast. Das Merkmal von so einem Dieb ist immer das, was Jesus sagt. Der will rauben und morden und zerstören. Und zwar macht er das in unseren Gedanken, in unseren Beziehungen und in unserem ganzen Leben. Also egal, was dieser Dieb bei dir ist, er will einfach wegnehmen. Er nimmt uns weg. Und dann, zum Glück aber, geht es noch weiter, weil jetzt sind wir so stimmungsmäßig am Tiefpunkt angelangt. Aber jetzt geht zum Glück der Satz von Jesus noch weiter, wenn er sagt, ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Oder anders gesagt, ich aber bin gekommen, um dir das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Und das ist jetzt nicht nur auch wieder, nicht nur dazumals, wo er das so ein bisschen erzählt, sondern das will Jesus dir heute Morgen sagen. Ich bin gekommen, um dir das Leben in Fülle zu geben. Jesus will für dich das volle Leben. Er ist auf diese Welt gekommen, dass du das Leben in Fülle haben kannst. Und damit sagte er nicht nur, dass er uns das ewige Leben geben will, was ja eigentlich schon Fülle genug wäre, aber er sagt sogar, hey, auch auf dieser Erde kannst du das volle Leben haben, kannst du das Leben in Fülle haben. Und das klingt irgendwie schon recht nach einem Abenteuer für mich. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so das ganze Leben in Fülle zu haben, das klingt für mich schon ziemlich gut. Und Jesus sagt hier, hey, ich will dir mehr geben als das, was du dir vorstellen kannst. Mit Jesus kommt unvorstellbare Fülle in unser Leben. Und manchmal schleicht sich dann so das Gefühl ein, dass
dass wir mit Jesus irgendwie weniger dürfen oder dass wir etwas verlieren. Aber er verspricht uns hier genau das Gegenteil. Er sagt, hey, du musst keine Angst haben, etwas zu verlieren, wenn du mit mir unterwegs bist. Er ist also nicht wie ein Dieb, der kommt, um zu stehlen und zu zerstören, sondern bei Gott ist es total anders. Wenn Jesus also sagt, dass er uns das Leben in Fülle geben will, dann heißt das, dass er dir mehr geben will. Egal in welchen Umständen du bist, Gott hat mehr für dich vorgesehen. Und wenn seine Kraft in dir wirkt, dann hast du einfach mehr vom ganzen Leben. Und natürlich meint er hier nicht mehr Geld, mehr Ferien, mehr Luxus, sondern er sagt einfach mehr, als du dir je vorstellen könntest. Also Gott denkt da in einer völlig anderen Dimension als wir. Ich erinnere mich da an die Hochzeit von einer Tante von mir und ich war noch ein kleineres Kind, irgendwie so 10 oder so. Und da waren irgendwie Kinder nicht erwünscht bei dieser Hochzeitsfeier am Abend. Aber wir waren so viele Cousins und Cousinen, dass die gesagt haben, hey, geht doch in den McDonald's, ich schicke euch zwei Erwachsene mit und ihr dürft alle gemeinsam nach der Trauung in den McDonald's gehen. Und das war natürlich ein Highlight für mich, weil wir gingen dann nicht so viel in den McDonald's mit der Familie und dann durften wir da hingehen, das war für mich schon mega krass. Und dann stand ich so da an der Theke und habe so mein Menü irgendwie ausgewählt, so Happy Meal oder so. Und dann höre ich so von diesen Erwachsenen, die mit uns waren, hey, ihr dürft euch alles auslesen, was ihr wollt. So viel, wie ihr wollt. Ihr dürft alles bestellen, wie ihr wollt. Und mein Kopf explodierte. Das war so krass für mich. Das war für mich gar kein Szenario, dass das überhaupt so war. Ich dachte vielleicht, wow, wenn ich am Schluss noch einen McFlurry haben kann, dann war das ein krasser Abend. Aber dann haben die einfach gesagt, ihr dürft so viel bestellen, wie ihr wollt. Wir hatten dann einen großen Tisch, irgendwie, wir waren irgendwie 25 Cousins und Cousinen und da in der Mitte nur Pommes und alle waren am Futtern und so. Das war wirklich crazy. Ihr könnt euch das vorstellen als Kind. Das war der Wahnsinn. Und so stelle ich mir das in etwa vor, wenn Gott sagt, dass er mehr bereit hat für uns, dass er eben Szenarien für uns bereit hat, für unser Leben, für unsere Gebete als Antwort, wo wir uns gar nicht vorstellen können. Wir beten gar nicht erst dafür, weil wir halt nicht denken wie Gott, zum Glück nicht, aber dass er wie noch so viel mehr bereit hat für uns. Und dieses mehr bereit haben, das bezieht sich nicht auf einmalige Momente, das bezieht sich nicht auf eine gute Worship-Zeit oder irgendwie ein gutes Gebet, wo ich das Gefühl habe, ja doch, ja Gott, ja, jetzt habe ich dich gehört oder ein Vers, den ich lese und ich denke, der hat mich jetzt echt berührt, das sind wichtige Momente, aber Gott meint nicht so Highlight-Glauben-mäßig, sondern er meint deinen Alltag und er will mehr für deinen Alltag, für dein normales Leben. Und das sagt auch nochmal, das steht auch nochmal in Epheser 3, Vers 20, nämlich steht da, durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir je bitten oder auch nur hoffen würden. Also egal, wie dein Alltag aussieht, Gott hat mehr für dich bereit. Genau dort, wo du bist, in der Schule, in deiner Lehre, bei deiner Familie, mit deinen Kollegen, er hat mehr für dich bereit. Und wir haben uns am Anfang überlegt, was ist ein Abenteuer? Wir haben gesagt, es ist ein Risiko, man muss irgendwie die Sicherheit so im Griff haben. Dann, wir wollen das Unbekannte erforschen und es ist ein Ausbruch aus dem Alltag. Also wenn Jesus jetzt sagt, dass das Leben mit ihm ein Abenteuer sein kann oder sein wird, dann müsste ja eigentlich das auch ganz passend sein auf das, was er sagt. Das schauen wir jetzt mal an. Nämlich sagt er, Risiko eingehen. Oder nein, sagt Wikipedia, das sagt nicht Jesus. Ein Risiko eingehen ist ein Abenteuer. Und wir Schweizer, wir sind ja Versicherungskönige. Man kann da seine Sachen, sein Leben, seinen Haushalt über irgendwie 5 verschiedene Arten versichern lassen. Und selbst dann sorgen wir noch für ein Backup und ein Plan B, C und D. Einfach, dass sicher nichts schief geht,
Hauptsache, es verhebete. Genau, wir haben für jedes Szenario irgendeine Lösung. Und es heißt hier, Gott kann mehr tun, als wir bitten oder hoffen würden. Das Problem ist ja, eben wie vorher gesagt, wir haben schon unsere Lösungsszenarien. Wir beten dann einfach noch, dass er entweder das Szenario 1 oder 2 in Erfüllung bringt. Und dann ist das Gebet vielleicht erhört. Aber wir rechnen gar nicht damit, dass Gott außerhalb von unserem Denken ist, dass er mehr machen kann als das, worum wir beten. Also ein Abenteuer mit Jesus heißt, dass ich bete und er entscheidet, wohin es geht, was die richtige Antwort ist. Und ich darf mich einfach voll und ganz darauf verlassen. Ich lege also alle Sicherheitsvorkehrungen auf die Seite, dann brauchen wir den nämlich nicht mehr, und setze alles auf die Karte Jesus, weil ich weiß, er ist mir Sicherheit genug. Auch wenn ich das Risiko eingehe, ich brauche keine andere Sicherheit als Jesus. Und dann ist es das Erforschen von etwas Unbekanntem. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber generell bleiben wir ja gerne in unserer Komfortzone, in dem, was wir kennen. Wir bleiben bei dem, das uns bekannt vorkommt. So wissen wir sicher, was auf uns zukommt. Und es gibt auch keine bösen oder auch keine guten Überraschungen. Und ich weiß nicht, kennt ihr das, wenn ihr einen Ausflug oder so plant oder ein Abendessen und ihr denkt, boah, es gäbe so viele coole Orte, aber dann am Schluss sitzt ihr wieder im gleichen Restaurant wie immer. Wenn wir das Abenteuer mit Jesus wagen, dann erforschen wir auch ein unbekanntes Gelände. Und das ist so, wie ich verschiedene Beziehungen mit euch oder mit meinen Freunden habe. Nicht jede Beziehung ist gleich. Und so ist auch die Gottesbeziehung nicht mit jedem gleich. Und das ist etwas Unbekanntes, das wir erforschen dürfen. Wie will denn Jesus die Beziehung mit mir leben? Da muss ich nicht bei den anderen schauen, so ist es richtig, sondern das darf ich entdecken als etwas Unbekanntes. Und dabei ist es wichtig, dass wir nicht alles wissen wollen, was dann irgendwo da vorne geschieht, sondern dass wir im Hier und Jetzt sind. Und darum brauchen wir den auch nicht, wenn wir mit Jesus ein Abenteuer leben in unserem Alltag, weil es nur darum geht, dass wir im Hier und Jetzt mit Jesus leben. Und dann heißt ein Abenteuer auch ein Ausbruch aus dem Alltag. Und gut, die sind sauber. Aber genau das ist eben die Schwierigkeit. Wir haben gesagt, wir haben gerne unsere Sicherheit, wir haben gerne unsere Routinen und Gewohnheiten und wir fühlen uns eigentlich ganz wohl in unserem Leben. Also so generell würde ich jetzt mal sagen. Wir sind Gewohnheitstiere, was ja auch nicht schlecht ist, aber irgendwie schränkt es unser Denken und unser Handeln enorm ein. Und vielleicht sagst du, ich weiß gar nicht, was die hat. Ich will gar kein Abenteuer. Jetzt haben wir es da seit irgendwie 20 Minuten von einem Abenteuer. Ich will gar kein Abenteuer. Oder du sagst vielleicht, ja, ich habe Kinder. Mit Kindern ist das Leben ein Abenteuer genug. Man weiß nie, was kommt. Dann muss ich dir doch sagen, Jesus will genau in diesen Situationen bei dir sein. Dort, wo du sagst, ich will kein Abenteuer, will Jesus dir einen Alltag als Abenteuer mit ihm geben. Und es geht auch nicht darum, dass du alles über den Haufen schmeißt und dann kommt Jesus und dann musst du dir ein neues Leben aufbauen, sondern er kommt genau da rein, wo du jetzt bist. Auch wenn du dich schon lange für ihn entschieden hast. Jesus will jetzt mit dir hier und heute den Alltag leben. Also lass uns mutig sein. Lass uns das Risiko eingehen, dass wir nicht genau wissen, was Jesus mit uns vorhat. Und lass uns neugierig sein, lass uns durch Türen gehen, durch die wir noch nie gegangen sind, weil wir nicht den Feldstecher genommen haben und da irgendwie mal geschaut haben, was für Türen kommen noch oder was kommt hinter der Tür, sondern lass uns neugierig sein und lass uns entdecken, was dahinter steckt, wenn wir mit Jesus aus unserer Komfortzone herausgehen. Und lass uns vertrauen darauf, dass wir die nicht brauchen, obwohl wir aus dem Alltag ausbrechen,
und es ist ein Abenteuer, aber wir werden den Alltag als ein Abenteuer erleben mit Jesus. Wir brauchen also keine Sonderausrüstung. Wir müssen da uns nicht irgendwie ready machen, wenn wir mit Jesus im Alltag sein wollen, sondern da, wo du bist, hier und heute oder heute Nachmittag, wenn du dir nochmal so durch den Kopf gehen lässt, worum es ging heute Morgen, da, wo du bist, in deinen Fragen, in deinen Zweifeln, da ist Jesus mit dir. Und da will er dann den Alltag zu einem Abenteuer machen. Nicht, weil es jeden Tag wahnsinnig crazy wird, sondern weil er mit dir ist und mit dir den Alltag leben will. Frag Gott doch einfach mal, was das für dein Leben heißt. Also, wo will er dein Guide sein, dein Tourguide sozusagen? Wo will er in deinem Alltag Platz einnehmen? Die Band darf sonst schon mal hochkommen. Und frag mal Jesus diese Fragen, was er mit dir vorhat, was es für dich heißt, im Alltag mit dir unterwegs zu sein. Und dann, mega wichtig, rechne mit einer Antwort. Ich weiß nicht, wie viel ich schon gebetet habe und ich habe gar nicht mit einer Antwort gerechnet. Ich habe einfach gebetet, weil ich weiß, ich bete, wenn ich eine Frage habe oder Zweifel habe. Aber hey, rechnet mit einer Antwort. Jesus will euch Antwort geben auf die Fragen, die ihr habt. Und bleibt dran, es braucht echt manchmal Geduld, um eine Antwort zu bekommen. Und wichtig ist, er meint es gut mit dir und will dir da, wo du bist, mehr geben. Er will dir mehr geben, als du dir je erträumen könntest. Ein Dieb will rauben, morden und zerstören. Ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Jesus, danke, dass du ein Abenteuer willst mit uns. Danke, dass du uns liebst und dass du nichts sehnlicher willst als unsere Gemeinschaft, als mit uns zu sein und dann den Alltag mit uns zu gestalten. Ich bitte dich, dass du in unseren Herzen weiter wirkst, dass wir diese Aufforderung oder diese Frage, wo bist du in meinem Alltag, dass wir das noch weiternehmen dürfen, auch in die neue Woche. Amen.